liebe Freunde der Veränderung. Kannst du dich noch an deine erste Fahrstunde erinnern? Bei mir war es echt gruselig. Schalten, kuppeln, lenken, blinken und Rückspiegel schauen und alles gleichzeitig. Ich war echt überfordert. Okay, es hat ein bisschen gedauert und ich habe es hingekriegt. Und wenn ich heute mal so auf der breiten Autobahn fahre, wenn sie denn mal frei ist, dann passieren diese Handgriffe natürlich vollkommen automatisch und das ist bei dir sicherlich ähnlich. Du denkst gar nicht mehr darüber nach, was du machst. Du machst es einfach vollkommen automatisiert, als ist es das Normalste der Welt und du denkst auch gar nicht mehr darüber nach. Du kannst nebenher trinken, essen, wichtige Gespräche führen, telefonieren, rauchen, was auch immer und kommst trotzdem unbeschadet zum Ziel. Manchmal, wenn die Autobahn frei ist und es so dahinrollt und man in Gedanken ist, dann ist es mir zumindest schon mal passiert, dass ich sogar an der Abfahrt vorbeigefahren bin. Vielleicht dir auch. Automatisiert. Und genauso ist es mit verschiedenen Verhaltensmustern, die wir so tagtäglich tagtäglich machen. Zum Beispiel das automatisierte im Büro, ich greife in die Süßigkeitenschale. Oder das automatisierte, ich brauche jetzt eine Zigarette. Das automatisierte, ich muss immer nach dem Mittagessen was Süßes haben. Solche Automatismen sind genau das gleiche wie mit dem Autofahren. Die haben sich eingeschlichen und sie sind einfach drin. So, nun fragt sich der ein oder andere natürlich, ja, aber wenn das so drin ist, muss es ja auch irgendwie wieder rausgehen können. Und ich habe es ja immer schon probiert und habe es mir vorgenommen, es anders zu machen. Und habe alles Mögliche schon getestet, aber es funktioniert einfach nicht. Das ist auch manchmal gar nicht so einfach, weil unser Belohnungssystem natürlich auch sehr stark ist und wir gerne in diesen Automatismen bleiben möchten. Aber es gibt natürlich Mittel und Wege und ich bin immer der Freund derer zu sagen, Hilfe zur Selbsthilfe. Deshalb gibt es jetzt Tipps von mir, wie man das ein bisschen verändern kann. Das heißt, du nimmst dir einfach morgens, wenn der Wecker klingelt, mal 1-2 Minuten. Und in diesen 2 Minuten stellst du dir den Tag vor mit dem Verhaltensmuster, was du anders machen möchtest. Du stellst dir ganz genau vor, wie das ablaufen wird, wie du an dieser Süßigkeitenschale vorbeigehst, dieses eine Mal. Wie du es schaffen wirst, weil du gut gefrühstückt hast, weil du auch während der Arbeitszeit mal eine kurze Pause gemacht hast. Mal einfach aus dem Fenster geschaut hast oder die Treppe rauf und runter gelaufen bist. Wie du einfach an dieser Süßigkeitenschale vorbeigehst. Und wie du dir hinterher auf die Schulter klopfst und sagst, hey, ich habe es geschafft. Cool. Und wie dann der Wunsch kommt, es auch am nächsten Tag wieder zu machen. Und wie du nach einer Woche dich schon viel besser fühlst, weil du es eine Woche lang durchgehalten hast. Eine Woche, das ist jetzt erstmal das Ziel. Du legst sozusagen in deinem Unterbewusstsein, wenn du dich morgens so darauf programmierst, einen neuen Trampelpfad an. Stell dir vor, so wie ich hier im Wald. Du gehst durch den Wald auf einem schmalen Trampelpfad. Der Mach-anders-Trampelpfad. Und dieser Mach-anders-Trampelpfad, der ist natürlich schmal, der ist unbequem. Manchmal stolpert man auch und dann greift man vielleicht doch mal wieder zu. Aber trotzdem bleibst du auf diesem Trampelpfad. Und je öfter du ihn gehst, umso breiter wird er und irgendwann ist er automatisiert, wenn nicht wieder Störgrößen kommen, die natürlich immer mal kommen können. Ein Ast, eine Wurzel, über die man stolpert. Und dann rappelt man sich wieder auf und nimmt sich vor, es am nächsten Tag doch wieder anders zu machen. Und dieses Mach anders, das kannst du auch. Das kannst du schaffen, wenn du willst und wenn du möchtest und wenn du Energie da reinlegst. Und dann nimmst du dir abends einfach mal 1 Minute und schreibst dir 3 Stichpunkte auf, wie du das geschafft hast, einfach daran vorbeizugehen an dieser Süßigkeitenschale. Oder ein anderes Verhaltensmuster, was dir jetzt in den Sinn kommt. Und führst sozusagen ein kleines Tagebuch, ein Erfolgstagebuch. Und dieses Mach anders wird immer mehr und mehr zu einem Automatismus, dieser neu angelegte Trampelpfad. Der geht ein in dein neues Leben, in dein neues Unterbewusstsein. Und irgendwann ist er so breit wie die breite Autobahn. Und dann heißt es, ich habe es anders gemacht.
Und das würde mich sehr freuen, wenn du Erfolg hast oder auch wenn es Schwierigkeiten gibt, wenn du mir einfach eine E-Mail schickst oder mir auf Facebook was hinterlässt, eine Nachricht. Auch wenn du begeistert bist und dich dieses Video ein bisschen animiert hat, wenn du es teilst oder weiter verschickst, freue ich mich natürlich sehr. Und wünsche dir viel Erfolg auf deinem Mach-Anders-Trampelfahrt. Und wir sehen uns im nächsten Video. Deine Regina Kirschke.